Hi, und wir sind zurück. Wir haben uns weiterhin auf der Weltkarte verloren und versuchen uns zurechtzufinden. Ich höre gar nichts mehr. Also ich höre noch nicht mal das... Achso, ich spreche ja rein. Ja, ja. Das ist das erste Mal, dass du ein Video machst. Ist okay. Dafür lade ich dich jetzt hierzu ein. So, dann... Ihr kriegt wieder Rikas Sicht. Und 3, 2, wir starten. Durch die Welt. Wir schauen uns wieder starten um. Nicht, weil ich noch nichts bekomme. Dann schaut der Jens sich nur um. Tja. Was gemein ist das? Wir holen gerade einen LKW. Mhm. Erzähl einen Schwank aus deinem Leben. Ich muss mich konzentrieren hier. Rika hat jetzt einen Podcast. Ach so, muss ich jetzt bei jeder Folge sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Gott, du musst richtig unangenehm penetrant damit werden. Okay. Ups, jetzt bin ich in ein Auto reingefahren. Geht's dir gut? Weiß ich nicht. Sieht merkwürdig aus. Was haben wir denn da? Aber dann ist das... Ich mal hier irgendwo setzen. Stellt sich die Frage, wo das ist. Es könnte einfach überall sein. Mhm. Okay, wir sind auf der richtigen Fahrbahnseite. Da kommt ein Schild. Ja. Wo ist das jetzt? Das Problem hatte ich auch. Okay. Also wenn, dann kann das nur hier irgendwo sein, wahrscheinlich da oder so. Steht was? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch 7 Sekunden. Ah, verdammt. Wo sind wir? Oh Gott. Ja, okay. Wir sind aber witzigerweise beide da unten. Ich hatte vor allem vorher nach Brasilien sicherheitshalber reingeklickt. Naja. Ja. 3, 2. Okay. Kriegen wir im Moment so wieder so staubige Wüste. Weil das Auto da fährt. Oder dieser LKW ist halt eine staubige Strecke. Mhm. Nee, den LKW überholen wir wohl nicht. Doch, jetzt. Da steht nichts. So. Okay.
Das würde ich eigentlich hier hinsetzen. Klingt das... Sei froh, dass du das Lied gerade nicht hörst. Das klingt wie aus La La Land. Das, was am Ende ist. Ryan Gosling traurig ins Klavier klimpert. Oh nein. Hier, warum geht das hier nicht weiter? Das ist definitiv das Lied. Auch deswegen. Jetzt spring doch hier mal, komm. Wir sind auch wieder mal... Hat er wieder umgedreht? Jo. Wieder Gegenden, wo keine Straßenschilder verwendet werden, ne? Naja, ich habe keine Ahnung, wo wir groß sind. Zeit habe ich noch. Ich muss mich mal irgendwo hinsetzen. Jetzt aber beweg dich noch ein bisschen schneller. Nee, hier dreht der wieder um, oder bin ich jetzt bescheuert? Ah, hier! Nein, zurück! Noch drei. Oh Gott, zwei. Ich hatte gerade ein Schild gefunden. Und das ist weg. Oh Gott, ich bin echt. Oh Gott. Ah! Und wo bist du? Ach, du bist wenigstens auf demselben Kontinent. Oh Argentinien. Gott. Ja, nee, komm, ich war wieder in Brasilien. Aha. Naja, gut, dann machen wir mal direkt. Play next round. Okay. Mhm. Da kann ich nicht lesen. Seite fahren wir denn gerade? Ja, ja, wir fahren, okay. Werden wir wahrscheinlich hier irgendwo sein. Ah, da ist ein Schild. Die Straße und den Kontinent, aber ich weiß trotzdem nicht, welche Stadt es ist. Du hast die Straße? Ja. Ich suche gerade den Staat. Da. Ach, so heißt das auch. Ja, toll. Aber wo ist das denn? Ich muss mich entscheiden, Scheiße. Wie viel haben wir es? Oh, noch 23.
weiß es nicht. Ich bin wahrscheinlich völlig falsch. Oh Gott, ich sehe es nicht. Oh, ist das ätzend. Ach. Ah, ich bin gut. Das war Michigan. Entschuldigung, ich habe es nicht gesehen, dass du es noch nicht siehst. Ah, da war Leland. Hätte ich noch länger gucken können. Michigan, sehr gut. Ich bin in Utah. Ich bin 103 Kilometer entfernt. Na toll. Ich hatte gesehen, Pure Michigan, ein Schild. Ja, ich habe nur Lake... Leland. Ja. Nein, dem habe ich gerade noch gesucht. Das, also den Ort hatte ich aber... Ja, dann... Play next round. Ja. Oh Gott. Auch nicht schon wieder. Ja, so eine lange Reise. Ja. Könnte das jetzt sein? Okay, da ist ein das, warum darf ich, warum werden denn Schilder verpixelt? Okay. Größere Straße, was steht da? Das sagt mir gar nichts. Ich glaube, ich bin wieder da, wo ich angefangen habe. Meinst du? Mhm. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ne? Ich habe aber bis eben auch kein Auto gesehen. Ich habe jetzt erst eins vor mir. Noch eine Minute. Danke. Also im Zweifelsfall ist es immer irgendwo da. Ist das schlimm? Ja, ne? Ist nichts. Oh Gott, ich liege völlig falsch. Okay. Ich bin ja noch gar nicht. Jetzt. Okay. Ich war aber auch. Ich war in Brasilien. Alter. 33 Punkte und du? Gar nichts. Okay. Ich war in Australien. Dann play last round of this. Ja, bitte. Chicks. Ja, das macht's besser. Mm. Na, was steht da? Thank you.
sagt mir gerade gar nichts. Gleich noch eine Minute. Ich bleibe jetzt bei meiner ersten Vermutung und gucke erstmal ein Stückchen weiter. Sekunden. Oh. Ja, ich finde die ganze Zeit die Namen von den Orten, aber das sind so kleine Orte. Es ist in Mexiko. Mexiko. Ich war in Venezuela. Ach, verdammt, natürlich die Fahnen. Ich habe gerade überlegt, woher kenne ich denn diese Flaggenfarben? Welche Flaggen? Ich habe noch nicht mal Flaggen entdeckt. Es gab Häuser, die waren bemalt und da war halt alles rot, weiß, grün. Ach so. Fru Samari. Da habe ich gewonnen, aber wir haben uns beide nicht mit Ruhm bekleckert. Nee. Ja, willst du noch eine kurze Famous Places, damit wir die fast 30 Minuten voll haben? Ja, noch eine kurze Runde und dann... Dann haben wir es nämlich. Ja. So. Dann muss ich mein Bäuchlein füllen. Challenge. Genau, use the moving allowed. Ja. Und invite. Invite. Nein, ich habe keinen Invited. Moment. So. Warte, dann seht ihr bei mir das Chaos. Challenge. Invite. This. Jetzt habe ich Invited. Mhm. War aber auch gut, es war nämlich gerade eben wieder der rote Platz. Sehe ich nichts. Witzig, ich kann Menschen ein- und ausblenden. Ja, ich auch. Steht auch was. Jetzt weiß ich, wie das Ding heißt. Ich weiß aber immer noch nicht, wo es steht. Weißt du denn wenigstens das Land? Ja, ja. Ich hab die Straße schon gefunden. Hä? Die Straße? Ja. Du hast die Straße sogar gefunden. Ja, aber ich habe trotzdem die Stadt nicht. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Ich versuche auch noch den Ort herauszufinden. Mhm.
Nach 28. Paris. Ja, ich bin in Paris. Auf 5 Kilo. Wie? Ach so. Nee, Paris ist ja falsch. Nö. Nee, ich bin 5 Kilometer weit weg. Ja, ich bin 566 Kilometer davon entfernt. Aber was war es? Sacré-Cœur. Das habe ich sogar gelesen, aber ich dachte, das sei so ein Aufruf von wegen, oh mein Gott. Oh, ich war auf der Sacré-Cœur. Das sagt mir gar nichts. Ah. Na gut. Naja, next play round. Was? Play next round. Entschuldigung. Oh Gott, hier waren wir doch auch schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Und ich weiß schon wieder nicht, wo das ist. Ich vergesse das immer. Ich wüsste es jetzt aber auch gerade nicht auf Stegreif. Ich weiß auf jeden Fall das Land, glaube ich. Weiß ich auch und trotzdem weiß ich nicht, okay. Wo es ist. Ich kann das Schild nicht so gut lesen. Ich schätze ein Stück näher ran. Bringt das was? Stehe ich direkt am Schild. Hm. Ah, wie lange haben wir noch? 50. Ich weiß es nicht. Eigentlich sieht das ja nicht so aus. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Was bist du denn so? Oh Gott, ich liege zu weit. Ach, bei Madrid. Valencia. Ah nee, da stehst du. Da bin ich. Ah, da bin ich näher dran. San Lorenzo, ich wusste es. Ich habe nur den Ort nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Ich war zum Glück in Spanien. Das hab ich. Aber jetzt mal kulturell, was war es denn? Es war die Real Colegio Alfonso. Okay. Real Montasiero de San. Okay, dann next round. Jetzt okay, es hilft gar nichts, dass hier... Ah, warte mal, könnte das? Nee. Okay, ich weiß auf jeden Fall, wo wir sind.
Ich wüsste jetzt leider nur nicht. Welche Stadt? Doch, die Stadt weiß ich. Ja? Ja, ja. Und da jetzt. Ich wüsste das Objekt nicht. Ich könnte das aber. Objekt, wenn du die Straße sagst. Ja, okay. Ah, okay. Jetzt muss ich die nur noch finden. Na toll, wo sind die denn da? Ja, bum. Der müsste doch im Straßenname irgendwo sein. Da. Okay. Wie lange haben wir noch eine Minute? Schreibt auch niemand was im Chat. Kann ich mich drauf konzentrieren. Ah, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo das ist. Ah, verdammt. Warte. Ah, ich war näher dran. Ja? Ja. Siehst du schon. Okay, dann habe ich da vorbeigeklickt. Ich bin 1 Kilometer weit weg. Ich bin 808 Meter weit weg. United States Gebäude, ne? Also dieses UN-Gebäude. Ja, ich hätte noch ein bisschen weiter nach oben scrollen müssen. Naja, gut. Ja, dann play next round. Das ist jetzt die vorletzte. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Wo ist der denn? Ah, da, okay. Weißt du? Mhm. Was ist denn los? Nee, ich bin einfach nur irgendwie total tot gerade geworden. Mir ist auch kalt und urselig. Jetzt müsste ich den hier noch finden. Ich bleib dabei. Wahrscheinlich liege ich komplett daneben. Na, ich will noch kurz gucken. Klar. Soll ich schon mal Guess machen? Ja, Moment. Ich finde ihn hier halt einfach nicht. Na, du hast ja noch eine gute Minute. Ja. Weißt du was, ich bleib da. Warte mal. Nee, das ist nur das Grand Visitor Center. Ich bleib da, wo ich hingeklickt habe. 3, 2.
Ah, 43 Kilometer. Ich wusste doch. Oh, ein Kilometer. Ich habe Old Faithful nicht gefunden. Ach, ich habe mich da, ja, ich habe mich zu weit weggesetzt. Ja, ich hätte mich direkt auf Old Faithful draufsetzen müssen. Ich habe zu weit weggezoomt. Aber es ist ja auch nicht genau bei Old Faithful. Nee, ist halt aber auch in so einem Geysir. Hm. Hier, Turtle Geysir ist es, glaube ich, ne? Ja, hast du Punkte? Ja, ne? Ja. So, dann die nächste, letzte Runde. Okay. Oh nein. Du Maja. Ja, das stimmt. Aber wo? Wo waren die nochmal? Ich kann mich hier wieder nicht bewegen. Nee, ne? Dann kannst du dich hier nicht weiter groß bewegen. Mhm. Ist aber eine hübsche Aussicht. Das ist halt sowas, da habe ich mich komischerweise, das ist aus meinem Gedächtnis entwichen. Hm. Wo die Maya-Tempel war. War bei mir nie im Gedächtnis drin. Doch, ich hätte es ja alles mal, aber... Ich mach bei mir Guess, weil bei mir kann ich nur guessen. Ich hab nur eine Minute, ne? Ja. Ja, da war echt eine schöne Aussicht. Ist das eigentlich Ithaka? Weiß ich nicht, das siehst du doch jetzt besser als ich. Ich habe ja noch nicht Guess gemacht. Ach so, du hast noch nicht Guess gemacht. Nein. Zu Recht, Knicki. Noch 12 Sekunden. Ich. Okay. Naja, nicht. Oh Gott, so weit war ich gar nicht weg. Nur 750 Kilometer. Aber war es Ithaka? Dann hat es aber nichts mit den Mayas zu tun. Nein, nicht. Es war... Bei mir braucht er gerade beim Karte nachladen. Huanya Picchu. Machu Picchu. Machu Picchu. Oh Gott, der Machu Picchu. Ja, natürlich. Okay, ich habe bewusst verloren. Ich stehe auch dazu. Mein Wo Erdkunde, hast du dich denn hingesetzt? Ich bin hier oben, bei oh Maya. Gott. Bei den Maya. Da oben sind die nämlich. Wo sind die? Hier gibt es einen ganz großen Park. Reservoir de Maya, ne? Mm. Und hier oben waren eben auch diese Pyramide. Mexiko, die Maya sind ja Mexiko. Und warum setze ich die denn immer in Peru? Aber die Karte oder die Landschaft war schon richtig für Peru. Ja. Hatte ich auch kurz vermutet. Ich so, nee, aber die Maya sind da oben. Naja, dann gut. View Summary. Mal gucken, wer hier gewonnen hat. Das oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht es ich. Nicht. Ja! Ja! Oh. Aber komm, das sind nur 3000 Punkte Unterschied. So schlimm ist es nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Hatten schon mal einen größeren. Das stimmt. Du hattest schon mal einen größeren. Was?
Ich würde sagen, damit beenden wir die Folge für heute. Ja. Ich hoffe, wir konnten noch ein bisschen unterhalten. Wir werfen das immer mal so ein bisschen rein, dieses Spiel. Mhm. Ich habe es zum Beispiel auch noch gar nicht hochgeladen. Das müsste ich auch irgendwann mal noch tun. Aber naja, dann ganz einfach. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend im Stream und im Video oder einen schönen Tag oder was auch immer, je nachdem wann oder ob ihr das überhaupt gucken solltet. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Für alle im Stream wahrscheinlich morgen, wenn ich Divinity spiele, wenn ich mich dazu motivieren kann. Und genug geschrieben habe fürs Pen and Paper. Also, bis dann, au revoir, ciao. Tschüss. Und arrivederci.